Die günstigsten Produkte in der Drogerie sind laut meinen Studien der letzten 5 Jahre mit die besten. Und deswegen gibt es heute für euch ein Full Face mit der günstigsten Marke in der Drogerie. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns heute hier wieder gemeinsam zusammengefunden haben. Denn ihr wisst es, die letzten Wochen waren für mich emotional sehr aufregend und für viele von euch auch. Und ich dachte mir, wir kommen noch einmal zusammen, lassen alles nochmal so ein bisschen Revue passieren und schminken dabei nochmal einen Look mit meiner Kollektion. Denn guess what? Meine Aufgabe ist es, euch immer die günstigsten Produkte in der Drogerie zu zeigen und auch noch so ein paar andere Schätzeleins. Und ich habe hier wirklich ein paar spannende Produkte. Einmal natürlich meine Kollektion, Produkte aus meiner alten Kollektion, die es jetzt im Standardsortiment gibt und sogar Neuheiten mit einem Produkt, auf das ich ziemlich, ziemlich hype bin. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet alle ein wundervolles Wochenende. Mir sitzt alles noch so ein bisschen in den Knochen und das geht ja auch jetzt erst offiziell los. Ich erzähle euch auch gleich nochmal so ein bisschen was oder ihr kriegt gleich natürlich noch ein kleines Statement. Aber auch an dieser Stelle nochmal ein großes, großes Danke. Wir starten direkt mit dem ersten Produkt und ihr wisst es, das war einer der Bestseller aus der letzten Kollektion Anfang 2022. Der Holy Grails Primer X Maxim von River Loves Me. Den gibt es ja so nicht mehr, dafür gibt es den jetzt im Standardsortiment, sieht jetzt einmal so aus, ist meiner Meinung nach der beste Primer, Schrägstrich, beste Pflegecreme, einfach für den Alltag. Ihr habt hier so einen kleinen, wie heißt das, so eine kleine Düse, was ist das? Eine Pipette ist es ja auch nicht. Wie heißt dieses Ding? Es ist noch sehr früh, keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall da so raus und ihr habt eine kleine Menge. Ihr braucht auch wirklich nur eine kleine Menge. Super, super reichhaltig, sehr, sehr pflegend, hat so ein bisschen was von, ich weiß nicht, ob ihr die Creme de la Mer kennt. Das ist ja eine sehr, 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 sehr teure Creme, die, oder so ein bisschen wie die Magic Cream von Charlotte Tilbury, kommt der schon sehr, 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 sehr nah vom Feeling her. Super, super reichhaltig, schön pflegend, sorgt dafür, dass die Haut einfach gut mit Feuchtigkeit versorgt ist und so ein bisschen praller aussieht. Wenn ihr Produkte auf eine zu trockene Haut benutzt, dann sieht das auch alles nicht so schön aus. Und der sorgt dafür, dass alles richtig schön prall ist. Den gibt es jetzt so im Standardsortiment. Ich benutze den auch manchmal echt ganz gerne, wenn ich einfach kein Make-up trage. So ein bisschen, weil er so einen ganz zarten Glow hinterlässt, ohne dass es dabei speckig aussieht. Und ihr seht es, glaube ich, sofort. Die Haut ist schön prall. Sie ist nicht klebrig. Also, sie fühlt sich einfach an, als wäre sie frisch eingecremt. Ganz, 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 ganz große Empfehlung. Und das Thema des Videos, um es einmal für euch zu erklären, ihr wisst es, ich liebe günstige Produkte in der Drogerie und vor allen Dingen Marken wie Rival de Loup, Rival Loves Me, die ja wirklich so günstig sind, dass es einfach Spaß macht, die Produkte zu kaufen und dann auch zu sehen, dass sie funktionieren. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit Rival Loves Me zusammen, weil ich einfach weiß, was die Mädels können und was wir gemeinsam können und wie tolle Produkte für wenig Geld entstehen können. Und ich wollte euch einfach nochmal alles zeigen und euch einfach nochmal so ein bisschen Inspiration geben. Bevor ich es vergesse am Ende, ich muss noch ein paar Sachen kurz adressieren. Nummer 1, Dankeschön. Nummer 2, heute wurden alle Filialen deutschlandweit mit den Pinseln gerestockt. Entweder wurden sie heute aufgebaut schon und ihr habt sie schon gesehen oder ihr findet sie dann morgen. Ganz, 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 ganz wichtig, dass ich sage das jedes Jahr wieder. Wir können nicht, Rival Loves Me und ich, wir können nicht beeinflussen, ob die Filialleitung das am Dienstag um 8 oder am Dienstag um 16 Uhr in die Filiale räumt. Das ist ein bisschen schwierig, bei einer so Vielzahl an Filialen zu koordinieren und wir hoffen da einfach auf euer Verständnis. Aber auch im Onlineshop wurde gerestockt und ganz, ganz wichtig, weil das, glaube ich, nicht so gut durchkam. Nur weil der Aufsteller jetzt bei euch in der Filiale leer ist, heißt es nicht, dass er leer bleibt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Aufsteller die nächsten Wochen auch immer wieder nachgefüllt werden, weil wir genau wussten, wie wichtig es ist für alle von uns, dass jeder an die Produkte kommt, der möchte. Und deswegen werden die Aufsteller aufgefüllt. Also macht euch bitte, bitte keine Sorgen. Schaut einfach mal ab und zu online vorbei oder ganz, 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 ganz wichtig in meiner Instagram-Story. Da kriegt ihr Sekunden aktuell die Benachrichtigung, ob was online ist, wo was in der Filiale ist, welcher Restock wo ist. Das ist eine ganz, ganz aufregende Zeit, weil das erlebt Rossmann auch nicht jeden Tag und ich erlebe das auch nicht jeden Tag. Deswegen bitte ich euch um Verständnis, dass wir wirklich unser allerbestes geben, dass wir alle glücklich machen können.
Creme ist gut eingezogen. Ich habe eine neue LE gefunden von Rival de Loup, die Celebrate the Day. Ein Serum Skin Tint. Ich glaube, sowas gab es schon mal und der hat mir damals sehr, 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 sehr gut gefallen. Kommt in einer Glasflasche, sieht super hochwertig aus. Eine spezielle Formulierung mit Hyaluronsäure und einem Vitamin-Komplex für ein Gesichtspflege und Make-up in einem Step. Bei einer leichten bis mittleren Deckkraft schenkt es der Haut einen gesund aussehenden Glow und sorgt für einen natürlich strahlenden und ebenmäßigen Teint. Ich glaube, das gab es schon mal. Kommt jetzt hier in so einer Pumpflasche. Ich nehme mir mal ein bisschen was raus. Riecht jetzt auch nicht intensiv. Und das tragen wir uns jetzt einfach mal hier ein. Ich bin ja eh im Moment so ein bisschen auf dem Skin-Tint-Trichter. Mag das total gerne. It's a match. Mag das total gerne, diese leichten Texturen. Weil meine Haut im Moment, muss ich dazu sagen, sehr, 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 sehr gut ist. Also ab und zu habe auch natürlich ich einen Pickel. Ihr habt es letzte Woche beispielsweise gesehen. Das waren McDonald's, KFC und Gummibärchenpickel, die kriege ich natürlich auch und ich weiß dann einfach, was ich tun muss. Einfach dann keine Süßigkeiten essen und dann gehen sie auch weg. Aber ich habe vor einer Weile eine PRP-Behandlung gemacht. Ich meine, dass ich selbst schon nach der ersten Anwendung einen Effekt gesehen habe. Ich habe nächste Woche, übernächste Woche meine zweite Behandlung und gebe euch da dann natürlich ein Update. Es ist keine Werbung, sondern es ist einfach nur ein Erfahrungsbericht. Schauen wir mal. Also es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Okay. Du musst ihn so ein bisschen einblenden. Ich nehme jetzt mal einen Schwamm und gehe jetzt hier nochmal hinterher. Und das sieht doch ganz hübsch aus. Sehr, 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 sehr leichte Deckkraft. Du musst ihn so ein bisschen einblenden und weniger ist auch definitiv mehr. Aber das mag ich sehr, sehr gerne. Lag, glaube ich, bei 3,99 € ist eine neue LE und gibt der Haut halt so ein. Also ja, es gibt ihr einen kleinen Glow, aber sehr reduziert. Nicht so doll und nicht so laut, sondern einfach nur so ein bisschen perfektioniert. Ich habe nochmal ein bisschen aufgebaut und muss sagen, das ist eine schöne Sache. Ist ein sehr leichtes Produkt, ist jetzt perfekt für den Sommer, wenn man wirklich nur so einen Hauch an Deckkraft haben möchte. Wenn du es aufbaust, funktioniert es natürlich auch. Du musst nur ein bisschen aufpassen, dass es dann einfach nicht zu viel wird. Ansonsten wirklich gar nicht schlecht. I love it. Wir haben ein Produkt aus meiner Kollektion, das ist das Fixing Spray. Und das gebe ich jetzt einfach ordentlich rüber. Das Schöne ist, es hat eine filmbildende Eigenschaft. Das heißt, es legt sich jetzt wirklich in die nicht fixierte Foundation rein und sorgt dafür, dass das wie so ein Überzug wird. Und der sorgt dafür einfach, dass es extrem lange hält. Wenn ihr wollt, dass euer Make-up lange, lange, lange hält, dann macht diesen Schritt zwischendrin, bevor ihr Puder benutzt. Schon, dass die Foundation, vielleicht habt ihr schon Concealer aufgetragen, richtig, richtig fixiert wird. Antrocknen lassen. Lasst das wirklich gut durchtrocknen, bevor ihr weitermacht, dass sich dieser Film bilden kann. Dann habt ihr zwar jetzt ein sehr glowy Make-up, aber das geht gleich weg, wenn das Ganze eingezogen ist. Ich habe noch was anderes gefunden. Das fand ich persönlich extrem spannend. Ebenfalls aus der Celebrate the Day. Ein Cream Look Blush and Bronzer Duo Palette. Wir haben hier einmal einen extrem cremigen Bronzer. Und einen Blush in einem wunderschönen Pfirsichton. Sehr, sehr gelig. Also es fühlt sich nicht unbedingt cremig an, sondern eher schon fast gelig. Mag ich sehr gerne. Ich mag solche Produkte ja immer ganz gerne. Wir probieren jetzt einfach mal aus. Was ich nicht so gerne mag, sind diese länglichen Fännchen. Aber mit so einem flachen Pinsel kommt man da gut ran. Ihr habt sogar einen Spiegel mit drin. Und das setze ich mir jetzt einfach mal hier oben so ein bisschen rüber und wow, okay, pigmentiert. Ich drehe mal kurz das Licht ein bisschen zur Seite, dass ihr das Ganze gut sehen könnt. Wow, okay. Also ein bisschen reicht, der ist sehr, sehr pigmentiert. Kann man gut ausblenden, weil er eine sehr, sehr wässrige Textur hat. Es ist natürlich jetzt doll. Ich habe auch noch keinen Concealer drauf gemacht. Ist auch so ein kleiner Hack, den ich immer ganz gerne benutze. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Cremeprodukten. Einfach um diesen richtig schönen Wet Skin Look zu haben und dann kann ich das Ganze fixieren und habe so ein bisschen mehr Spielraum. Hier an der Nase so ein bisschen. Gebe sowas auch gerne schon mal in meine Lidfalte. Er ist sehr warm. Das muss man wissen. Ich gehe jetzt einfach nochmal mit so einem Schwamm hier rüber. Ist schon nice. Also es ist ein Bronzer, es ist kein Contouring-Produkt. Gefällt mir von der Textur her aber sehr gut. Er hat eine gute Deckkraft, er hat eine gute Blendbarkeit, weil er sehr, sehr wässrig ist. Ne? Also du gehst rein und dein Finger ist sofort voll. Sehr schön. Ich will jetzt aber gleich noch den Blushton hier benutzen und setze den hier rüber. Ich übertreibe es jetzt, denn ihr seht es, ich habe noch keinen Concealer benutzt. So kann ich ein bisschen, das ist meine kleine Geheimwaffe mittlerweile. Ich gehe mit Bronzer und Blush ein bisschen weiter hier unter die Augen schon, auf die Nase
und blende ja gleich den Concealer rüber. Dadurch ist der Übergang nicht mehr ganz so intensiv. Leg die Pinsel nicht zu weit weg, die brauchen wir nämlich noch. Und ganz, ganz wichtig, ich wiederhole mich, seit 5 Jahren wiederhole ich mich, ne? Es tut mir leid. Aber wir reden hier über Produkte unter 5 Euro. Jedes einzelne Produkt teilweise 2, 3 Euro. Die Effekte, die diese Produkte auf der Haut machen, sind bei weitem im Vergleich zu anderen Produkten deutlich, deutlich besser. Und das beeindruckt mich immer wieder. Schaut euch mal diese frische Haut an. Das ist jetzt natürlich super, super glowy. Das ist gleich weg, ich verspreche es euch. Aber es sieht einfach phänomenal aus. Und jetzt kommt der Concealer zum Einsatz. Den setze ich mir hier hin, die Nase, hier hinten. Und dann blende ich schon mal ganz leicht aus. Und ich nehme jetzt auch den Foundation Brush und blende hier erstmal die Kanten aus. So habe ich hier die weichere Kante in den Blush rein und in den Bronzer rein. Hier so ein bisschen auf die Stirn. Und erst dann nehme ich meinen Schwamm und kann alles gut verteilen. Und blende das jetzt ganz leicht in den Blush rein und in den Bronzer rein. Und dann sieht er auch nicht mehr so extrem aus. Wir fixieren das Ganze mit dem Holy Grails Flawless Baking Puder nicht. Aber dafür gibt es ja jetzt das hier. Das ist das Flawless Baking Puder. Ist dasselbe Produkt, nur im Standardsortiment. Und schnappen uns dafür ein kleines Microfiber Multitool Mini. Klopfen richtig, richtig gut ein. Und gehen dann nur ganz leicht hier rüber. Schaut mal. Und sofort ist dieser Glanz weg. Und die Haut ist perfekt. Und dieses Puder ist der absolute Wahnsinn. Boom. Seht ihr den Vergleich? Wie dieses bisschen Puder, ohne dass ich jetzt hier gebaked habe. Ich habe nur fixiert. Den Glanz wegnimmt, die Haut weich zeichnet und richtig frisch aussieht. Excusez-moi. Und dann, wenn ihr wollt, einfach einen großen Pinsel. Ich nehme dann immer den Rest, der hier im Deckel ist. Gehe dann so ein bisschen rüber. Ich will ja nicht den ganzen Glanz wegnehmen, aber einfach nur so das Übertriebene. Und dann ist die Base perfekt. Und jetzt Achtung, ich habe ja gesagt, nehmt die Pinsel nicht zu weit weg. Jetzt nehme ich den Rest, der am Pinsel ist und gehe hier nochmal ganz leicht rüber und kann so wieder ein bisschen Bewegung mit zurückgeben. Ihr könnt natürlich jetzt das Fixing Spray benutzen, machen wir natürlich auch gleich. Aber so habt ihr schon mal so ein bisschen Frische wieder zurück, ohne dieses Speckige. Ne? Eben war es ja sehr, sehr wet oder speckig. Jetzt ist es einfach nur wieder cute. Alright, wir nehmen den Skin Enhancer und denselben fluffigen Pinsel einmal rein und dusten das so ein bisschen hier rüber. Ihr könnt den natürlich als punktuellen Highlighter benutzen. Ich habe ihn eigentlich eher für mich ganz egoistisch, gebe ich euch zu, gemacht, um es so ein bisschen überall rüber zu geben. Für ein bisschen mehr Bewegung, ohne dass die Haut nass ist. Ich mag es auch nicht unbedingt, wenn die Haut sich nicht fixiert anfühlt. Ich will, dass die Haut fixiert ist. Ich möchte aber diesen Glow haben. Und dafür ist der Skin Enhancer perfekt. Eignet sich auch sehr, sehr gut als Lidschatten. Und jetzt nehmen wir nochmal das Fixing Spray. 2-3 Mal. Reicht. Antrocknen lassen und die Base für, sagen wir jetzt mal 10 Euro, wenn ich jedes Mal die Produkte neu kaufen würde. I love it. Bin ein bisschen stolz drauf. Ein bisschen ganz doll. Wir gehen einmal zu den Augen. Ich wollte euch den Basic Maxim Giacomo Look noch einmal natürlich mit der Palette zeigen. Nehme meinen Pinsel von meiner eigenen Marke, gehe hier unten in den Ton, klopf ab und stempel mir die Farbe erstmal hier in die Lidfalter. Die ist sehr, 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 sehr pigmentiert. Muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man nur so einen zarten Look haben möchte. Und kann damit schon so ein bisschen mein Lid betonen. Perfekt, wenn ihr den Latte-Trend machen wollt. Schaut mal, ganz, ganz leicht. Und ihr habt sofort Farbe. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein und kann hier im Prinzip auch schon das andere Auge ausreichend gut mit Farbe benetzen. Noch so ein bisschen. Lassen wir natürlich jetzt nicht so. Hier nochmal einen fluffigen Pinsel. Und blend einfach die Kanten ganz, ganz weich aus. Also heute ist das Ziel wirklich so einen super weichen Look zu haben. Ich mag es ganz gerne, habe ich die letzten Monate immer gerne mit der Palette gemacht. Einfach nur die Farbe und den Skin Enhancer jetzt so ein bisschen aufs Augenlid getupft. Will ich jetzt gar nicht machen. Das Ziel der Palette war es ja wirklich, euch eine Vielzahl an Produktmöglichkeiten zu geben. Deswegen nehme ich jetzt hier einmal den Schokobraunen Ton und setze mir den in die Lidfalte. Der ist derselbe Ton von der Wärme her, nur dunkler. Seht ihr, ne? Also der kann super einfach ausgeblendet werden, weil er, also es klingt immer total kompliziert. Aber für mich ist es mittlerweile ganz einfach, deswegen erkläre ich das immer so selten. Du hast, wenn du dir dieses, vielleicht habt ihr schon mal bei Paint gearbeitet, dann habt ihr ja dieses Farbfeld. Und du kannst die Farbe auswählen, dann kannst du sie dunkler machen. Dann bleibt es dieselbe Farbe, nur dunkler. Und das haben wir mit diesem Ton gemacht. Die Wärme der Farbe ist dieselbe.
Der Hauptton der Farbe ist derselbe, aber ist halt einfach deutlich, deutlich dunkler. Nehmen wir den Pinsel von eben. Mit meinem Finger gehe ich hier in den Ton. Den hatte ich euch irgendwie noch gar nicht gezeigt. Das ist so ein richtig schöner silbriger Ton. Und den setze ich mir hier einfach rüber. Wenn ihr vielleicht im Alltag eher so ein bisschen gediegener aussehen wollt, ne? Ein bisschen erwachsener. Und den auf dem Augenlid gibt einfach so eine schöne kühle Bewegung. Der ist recht kühl, aber nicht zu kühl. Der hat so einen ganz leichten Touch an Wärme mit drin, dass er dann wieder zu dem Braunton passt. Jetzt unten den Wimpernkranz vielleicht und ihr habt einfach so einen sehr monochrom, einfach gehaltenen Alltagslook. Ich ziehe mir einen ganz leichten braunen Liner. Nur so ein Mini-Mini-Wing. Das liftet das Auge optisch nochmal so ein bisschen. Und würde sagen, das reicht. Ich will es mal bei diesem zarten Look belassen heute, weil ich glaube, dass das für die ein oder andere Maus von euch für den Alltag ganz toll sein kann. Wir haben auch noch eine Mascara. Die ist ebenfalls aus der Celebrate the Day Kollektion. Die Travel Mascara. Ein kleines Bürstchen. Also ein normal großes Bürstchen, aber in einer kleinen Tube. Perfekt jetzt für die Urlauber. Und die macht sehr schöne Wimpern. Nichts Übertriebenes. Also nicht so klumpig, sondern nimmt eigentlich jede einzelne Wimper und gibt ihr Farbe, Definition und so einen Hauch an Schwung. Bin ja ein Freund von so natürlicheren Mascaras. Und zu guter Letzt, Freunde, da bin ich sehr, ich wollte euch das nochmal zeigen für die Mäuse, die kein TikTok haben. Mein Lipgloss, ich habe den schwarz gemacht. Ist jetzt eine wilde Farbe. Einfach Lidschatten aus der Palette genommen, ein bisschen aufgebröselt und dann hier reingemacht. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr sagt, okay, ihr mögt gerne Lipgloss mit Farbe, wollt aber diesen Glowy-Effekt davon haben, nehmt euch beispielsweise diesen Ton hier. Das machen wir jetzt auch auf meinen Lippen. Ich bin ja eine kleine Kreativmaus. Ich nehme jetzt einmal so einen kleinen Lippenpencil, leine mir erstmal die Lippenkontur mit dem braunen Ton hier unten. Für eine schöne, scharfe Lippenkante. Passt sehr, 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 sehr gut zu dem Lidschattenlook jetzt. Nehme den Ton hier oben. Könnt ihr auch mit dem Finger machen. Für diesen Rosy Touch. Oder wir nehmen den Cream Blush hier. Ja, auch sehr schön. Und dann einfach mit dem Gloss rüber. Excuse. Wie schön ist das? Super zart, super natürlich und vor allen Dingen günstig. Freunde, zeigt mir eine Marke in der Drogerie, die so günstige Produkte haben kann mit so einem Look. Du könntest, wenn ihr das jetzt nicht gesehen hättet, ne, wie das Make-up entstanden wäre. Ich hätte jetzt in der Kampagne gut ausgeleuchtet hier so. Könnte es auch Gualar sein oder Charlotte Tilbury oder irgendwas anderes. Aber nicht 3,99 € oder 4,99 €. Das macht mir Freude, Freunde. Das macht mir wirklich, wirklich Freude. Und ich hoffe, dass euch die Produkte genauso viel Freude bereiten wie mir. Schaut bitte, bitte, bitte bei Instagram vorbei, regelmäßig bei mir oder bei Rossmann. Wir geben euch Updates. Und ich glaube, das war's für heute, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!